das Empfinden für einen Ort oder sich diesem Ort verschreiben, darauf einlassen. Wenn ich mit dem Stativ analoge Fotografien mache, irgendwie in einem Wald, wo die Lichtverhältnisse zum Teil sehr, sehr speziell sind, dann habe ich manchmal eine halbe Stunde, bis ich abdrücke. Und in dieser Zeit wartest du das richtige Lichtverhältnis sein, und dann siehst du vielleicht auch mal, was im Himmel ist oder was im Boden ist. Und das hat nachher mit Wahrnehmen zu tun. Und diese präzise Wahrnehmung und noch einmal heranschauen und wieder heranschauen, dann siehst du plötzlich eben zum Beispiel Flechten am Boden oder an einer Baumrinde. Oder du siehst eben zum Beispiel irgendwelche Heilpflanzen. Und dann kommt der Akt von dem, das zu integrieren. Also quasi so in einem ganzheitlichen Weltverständnis oder in einer ganzheitlichen Wahrnehmung. Und das dann aber wirklich auch konkret integrieren und verbinden miteinander. Also das auch in einen Dialog zu setzen.